Der Philips Pasta Maker aus der 7000er Serie. Gab es dieses Jahr zu Weihnachten und das zeigen wir euch mal. Ich pack das mal aus. Was könnt ihr mit machen? Ihr könnt hier mit Nudelteig anrühren und direkt so die Nudeln rauskommen lassen, wie ihr die gerne auch im Topf dann kochen möchtet. Und was das Ganze jetzt beinhaltet, das schauen wir uns einmal hier an. In weiteren Videos zeigen wir dann mal, wie das genau funktioniert. Jetzt aber erstmal zum Inhalt. Was ist hier dabei? Erst einmal jede Menge Anleitung. Ein bisschen, sag mal, Werkzeug. Ich hole das mal raus. Wenn dir dieses Video gleich gefällt, dann abonniere doch unseren Kanal und drücke auf die Glocke. Somit verpasst du zukünftig kein weiteres Video. Das sind hier Pinsel, Stift, Schaber und muss mal gucken, was genau ist. Was ist so ein Pin? Na, ich tue das mal eben wieder hier rein. So, da kommt es rein. Und dann haben wir hier die Aufsätze, in welche Formen so die Nudeln hier rauskommen können. Ja, das ist was anderes. Solche oder solche. Legen wir erstmal alles zur Seite. Das ist relativ massiv, muss ich sagen. Das wird auch schon mal ablegen. Also packe ich das mal hier raus und stelle das erstmal hier im Karton. Ist jetzt noch, haben wir so einen Messbecher. Den stelle ich jetzt mal zur Seite. Und das ist hier der kleine Apparat. Also Karton sehr groß, war gut verpackt. Also, von vorne Bedienelemente. Wie das aufgeht, schauen wir gleich auch mal. Wahrscheinlich ganz einfach, wenn man das sieht. So. Und hier seht ihr dann auch schon die Knetmaschine. Und das hat auch sein Gewicht. Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, kommt dann hier vorne. Und dafür habt ihr diese ganzen Aufsätze. Der Teig dann raus und dann kann man hier noch irgendwas einstellen. Hier oben habt ihr ein Display, das zeige ich noch mal. Und wie das alles dann im Detail funktioniert, das seht ihr in einem Folgevideo. Sieht soweit ganz schick aus. Das haben wir hier unten noch, da ist noch ein Fach. Ah ja, ich glaube hier in diesem Fach könnt ihr diese ganzen Teile reintun. Und wenn man das dann vernünftig macht, dann kriegt man die auch wahrscheinlich alle da rein. Zumindest drei. Ja. Eins, zwei, drei. Hat aber auch geklappt. Und alle gehen rein. Also Aufbewahrung. Wir haben einen vergessen. All diese fünf Teile gehen hier rein. Dann habt ihr hier eine Schublade, habt alles drin. Ich weiß nicht, ob hier oben ist, glaube ich, auch was drin dran. Wir werden mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Ich glaube, das sind, ja, schaut mal an, das sind Schrauben. Also ich schraube das hier ab. Ich habe noch nichts gelesen. Das ist wirklich massiv. Das ist hier Metall. Und dann nehmt ihr einfach hier das ab und tut ein anderes drauf, was ihr möchtet. Hier seht ihr auch schon, hier kommt der Teig raus. Das heißt aber auch, das muss ich vermutlich auch machen und rausnehmen, wenn ich das reinigen möchte. Schaut mal, nimmt er einfach ab. Und dann geht das wahrscheinlich da hinten auch. Vielleicht muss man einen Knopf drücken.
Ich vermute, das kann man relativ einfach dann als reinigen. Es ist sehr massiv, das hier vor allem. Dann hört man wieder drauf, schrauben es wieder an. So, und dann schauen wir mal, das habe ich vergessen dran zu tun, schauen wir mal, was wir hier an schönen Nudeln machen können. Okay, den Link hierzu, wie immer, oben in der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. So, jetzt habe ich mir hier die Verpackung nochmal angeschaut. Hier steht unter anderem, dass man innerhalb von, also in weniger als 10 Minuten leckere Nudelgerichte vorbereiten kann hier. Und man auch viel experimentieren kann. Man braucht allerdings, um das Ganze dann perfekt zu machen, weil da gibt es ganz viele Rezepte, über 500 steht hier. Hier ist aber auch schon mal so ein Grundrezept abgebildet. Da braucht man eine App. Und zwar hier die Nutri-App von Philips. Die sieht auch so aus. So, und wie das alles funktioniert, wie man das mit der App verbindet, das zeigen wir euch dann wirklich einmal im Video, im Folgevideo. Sehe hier aber noch, hier seht ihr nochmal die Zubehörteile, die all dabei waren. Und vor allem auch, hier kann man wohl 700 Gramm Nudeln mitmachen. Das ist dann für 7 Personen. Ja, für unsere Familie, wir machen das dann vielleicht in 2 Durchgängen, dann passt das auch. Und dann kommen wir auch mit unseren 6 Personen, die mehr essen als die 7, anscheinend dann auch aus. Wir hoffen, unser Video hat dir gefallen. Abonniere doch einfach unseren Kanal, drücke auf die Glocke und du verpasst zukünftig kein weiteres Video mehr.